Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream. Mein Name ist SunLP und heute gibt es etwas ganz Besonderes. Final Mix Kingdom Hearts. Ist das Spiel laut? Kann man das hier auch einstellen? Die neue Funktion, ne? Oh. Ja, ich glaube auch, weil das Spiel hat, glaube ich, geswitcht jetzt, ne? Square neue Funktion! Nix. Square, nix. So, ich hoffe, Lautstärke ist okay so. Für mich ist sie eigentlich noch laut, aber okay. Also kann man mitleben. Also ich kann auch mitleben. Manuelle Kamera, keine Vibration. Warum nicht? Vibration ist voll cool. Schon, also ist schon gar nicht so untricky, die Lautstärke. Jetzt kannst du mir sagen, wie das ist. Verhältnismäßig zu der Stimme. Kingdom Hearts! Jetzt schrei ich einfach mal rein. Es hat aber heftig geglitzert gerade. Ja. Alles supi? Okay, dann geht's ja noch. Ich habe auf 1 von 10. Weiter geht nicht. Also tiefer. Ich habe in letzter Zeit so seltsame Gedanken. Na, das Schlimme ist, keine deutsche Übersetzung mehr. Also komplett keine deutsche Tonspur. Ist das jetzt nur ein Traum oder nicht? Die schöne Voice Line. Oh, das Lied. Ja. Oh. Man lädt 60 GB runter und dann lädt man nur ein 720p Video runter. Traurig! Ich dachte, das ist jetzt mega 4K Mode oder so. Weil das ist für mich zumindest, ne, wenn man es hier so guckt, schon relativ pixelig, das Video. Ja, aber sieht schon besser aus als eigentlich damit, was ich gesehen habe. Ist 19 Jahre alt, die dürfen das! Sei nicht so salzig, Carrie. Einfach mit. Was? Ich hab das voll verteidigt. Ja, ich weiß. Okay, erstmal checken, was da passiert. Für Leute, die das nie gesehen haben. Hallo, Schnuckipotz. Erstmal hinrennen. Typisch. Immer erst winken. Oh, ich bin komplett nass. die lacht. Hä? Was ist da? Hä, fliege ich da nochmal runter? Beachparty, wenn er sich hier aussieht, wird's komisch. Auf jeden Fall. Ich fall auf. Der Anfang ist auf jeden Fall verwirrend, weil man das bestimmt nicht checkt, was da passiert. Aber das ist auch nicht gang und gäbe der Sache. Das sollst du ja auch erst nach den ersten beiden Teilen checken. Ja, und dann kommt der dritte. Der macht's noch verwirrender. Und dann ist man komplett verwirrt und dann sagt man sich, jetzt habe ich es verstanden. Nein. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Doch. Jetzt gleich mal sehen, wie das aussieht. Ich habe das Spiel ja noch nicht gestartet. Eins der wenigen. Normalerweise gucke ich immer erst rein, wie es auch in-game aussieht. Wenn das nämlich jetzt abkackt, kann ich nichts dafür. Dann muss ich ein anderes Spiel spielen. Oh nein, dann. Ist das ein Apfel? Mhm. Wow, ist das Gameplay scharf. Ist der Schaf, ich meine, also du weißt schon. Wow. So viel zu tun. So wenig Zeit. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Lass dir Zeit. Habe keine Angst. Die Tür ist noch zu. Das ist wirklich scharf, muss ich ehrlich sagen. Also, geh nun weiter. Schneiden. Kannst du das? Das ist schärfer als das Video gerade. Das Video war so 2002. Und das hier ist, ich meine, polygontechnisch klar ein bisschen, ne, ist klar, dass das. Ich will aber nicht mit WSD laufen. Ich hoffe, mein Controller funktioniert. Ich muss ihn neu einstöpseln, glaube ich. Nein! Ich muss doch nicht jetzt mit WSD laufen. Ich kann gar nicht laufen.
Ach so, ich habe rausgeklickt vorhin, weil ich im Chat rumgeklickt. Jetzt ist klar, dass das nicht geht. Aber jetzt geht's mit Dings, ne? Ja, natürlich. Also auf jeden Fall. Ja. Übertreib nicht. Pass das Spiel nicht schlechter. Was ist das denn? In dir ruht eine Macht. Gib ihr eine Form. Das ist die Frage. Und sie wird dir Kraft geben. Nehmen wir ein Schwert, ein Schild oder ein Mana-Stab. Hui. Ich bin auf jeden Fall niemals der Magier. Ich bin ein Tank. Wir wissen das alle. Wenn ich wüsste, wie man es nennt. Achso, man muss draufspringen. Ich dachte, man klickt. Die Macht des Wächters. Güte und Hilfsbereitschaft. Ein Schild, um alles abzuwehren. Auch Corona. Nein, das geht nicht. Ist dies die Macht, die du suchst? Ja, natürlich. You have decided. Doch auf was verzichtest du dafür? Der hat auf dem Schild abgelesen, ja. Auf was verzichten wir denn? Wir verzichten dafür aber auf Mana. Ich bin nämlich nie der Magie-Typ bei so einem Spiel. Die Macht des Magiers. Innere Stärke. Ein Stab, der Wunder bewirken könnte. Verzichtest du darauf? Ja. Ich will kein Next Harry Potter werden. Du hast die Macht des Wächters gewählt. Kein Wutscheln und Beten? Nein. Ja. Und auf dem Stab ist blind Schrift, so wie es aussah. Auf dem Schild stand das drauf und da musst du die Knöpfe legen. Also die. Oh nein, das fällt schon wieder. No. Düdü. Die Auswahl war falsch. Hat aufgegeben. Achso, Kerry, danke für die 200 Bits für bestes Kindheitsspiel. Yay. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt, ich dachte schon, er haut jetzt voll mit dem Kopf auf den Boden, aber er hat es geschafft, sich irgendwie zu drehen. Er ist eine Katze. So, du hast die Macht erworben. Ah ne, warte, du hast die Macht zum Kämpfen erworben. X, um anzugreifen. Oh ja, ich hab's geschafft. Cinderella, Ella, benutzt diese Macht, um dich und andere zu beschützen. So, grüne Leiste unten rechts, Leben. Also, na, wer mir immer Bescheid sagen, falls ich wenig Leben habe. LP aufgebraucht, dann, naja. Das werden wir nie sehen. Niemals werde ich sterben. Ich mache Hardcore-Mode. Wenn wir sterben werden, dann mache ich den Stream, starte ich einfach neu. Ich weiß, bei einem Endgegner. Ja, aber ich vergieße es jedoch. 100%ig hören werde. Die Zeit des Kampfes wird bald kommen. Lass dir dein Licht heller strahlen. Machen wir. Die Sonne geht auf. Sieht denn ja süß aus. Zack. Ich meine, das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe, war auf einer Konsole. An einem Fernseher, der, glaube ich, nicht so groß war. Also, der war weiter weg, aber groß schon, aber weiter weg. Das heißt, für mich ist das riesig, das Spiel einfach. Wenn du Gegner besiegst, sammelst du Erfahrung. Sammelst du genug, steigst deine Stufe auf. Manchmal hinterlassen die auch Items. Man kann Items aufnehmen, indem man rangeht. Und die machen verschiedene Dinge, wie LP und MP füllen. Ich meine, ich skippe das Tutorial und mache die Kurzfassung, weil ich denke mal, jeder, der ein bisschen RPG gespielt hat, hinter dir, der weiß das. So, automatisch den nächsten Gegner. Aber ich kann mit R1. Also vor allem habe ich auch die PlayStation-Steuerung angewählt. Man kann einwählen, ob Xbox, PlayStation oder WASD und so weiter da steht. Voll gut. Das Spiel kam doch nie auf Xbox. Naja, aber man kann eine Xbox-Controller auswählen. Dann steht hier B, A und so. Ach so, okay. Das wäre verwirrend, weil ich das Spiel auch natürlich von der PlayStation kenne. Fear me, I'm the Kraken. Drücke mehrmals, nochmals. Hab ich. Ah, er hat mich von hinten gesnipert. Wow, Triple Kill. Du bist der Endboss. Oh, falle ich schon wieder? Ja, ins schwarze Loch rein. No. Also heute ist richtig viel Fallobst hier am Start. Na, wobei, jetzt werde ich eingesaugt. Das ist was ganz anderes. Hä? Ich liege aber wieder. Kommt keine Prinzessin mehr? Vielleicht. Möglicherweise. Was für eine ist es? Es ist... Dornröschen. Gar keins. Doch, das hier ist Dornröschen, glaube ich. Ja gut, vom Style her... Das rechts ist was anderes. Da Link, ist... Das ist Aurora. Das ist Aurora. Genau. Das ist... Ich glaube schon ein Mädchen. Passend vom Kleid her. Und das ist Cinderella. Die hat's drauf. Ja, ne? Das ist ein Hilfs-Icon. Wenn du sowas, dann Spezialkommando. Untersuchen. Ich untersuche die. Ich kann sie noch nicht öffnen. Maybe because...
There's a chest. Ja, ja, ich kann öffnen. Bup, bup. Mit dem Schwert sieht das viel cool aus. Vor allem mit dem Schlüssel. Ich hab dir was reingelegt. Was denn? Hä? Hast du mir eine Holzkiste da reingelegt? Ja. Ich schiebe jetzt die Kiste in die Tür. Wir lassen sie auch zerstören. Da! Da ist eine Box. Da ist bestimmt was Tolles drin. Ein Diadem, ein Diadem. Eine Potion. Naja, dann hat das. Das ist alter Inception. Ja, Itemception war das jetzt. Da war eine Kiste, in der eine ganze große Kiste drin war, in der aus eine ganz kleine Box rauskam. In der eine Potion drin war. So, unter Item kann man jetzt dann was benutzen. Auch Gegenstände. Mit L2 zwischen... Achso, L2. Eigentlich ist das eine doofe Taste, weil man drückt R1 für Anvisieren und L2 zum Tauschen. Das wäre für mich logischer gewesen, die auf der gleichen Seite zu legen. Egal. Ja, aber ich glaube, da verwechseln die manchen das, ne? Ey! Der hat ihn verfallen lassen. Ja? Und in dieser Potion ist auch was drin. Ja klar. Das ist dann zum Saufen. Hä? Wo ist das hin? Ich wollte das schon kaputt machen. Ja, ich wusste, dass das kaputt machen. Warum wollte ich es wegschmeißen, aber es hat dann Klingeling gemacht. Pass die Tür an. Es hat geglitzert. Ah, oh, mein Old! Ah! Ah, immer noch ah! Einfach nicht irgendwie. Diese Helligkeit, das ist eine Ultra-Helligkeit. Das ist fortgeschrittene Helligkeit. Okay. Oh. Warte. Die Tür wird noch nicht aufgehen. Warte mal, wir sind doch schon drin. Erzähle mir mehr, zuerst mehr von dir. So, drücke um die Ego-Perspektive. Achso. Was ist denn das für eine Taste? Das ist PlayStation 4. Ich habe den Kontroll dieses Ding nicht. Oh oh. Ich hoffe, die andere Taste funktioniert auch. Ah, gut, die geht. Hui. Aha. Aha. Und aha. Das Touchpad-Ding. Ja, man musste also PS4-Controller einstellen. Ich habe nur ein 3 dran, natürlich. Weil das Spiel auch nur auf 2 rauskam oder 3. 2. Ja, ja. 2 raus und 3 gab es die 1.5er-Version. So, ja, fangen wir an mit ihr. Dann wird's erreichen. Ansprechen steht so. Achso, hier geht es jetzt darum, mit den Leuten eine spezielle Art von Reden. Dafür habe ich Carrie dabei. Und zwar. Was bedeutet dir am meisten? Was bedeutet mir am meisten? Freundschaft. Mhm. Carrie entscheidet sich für Freundschaft. Finde ich gut. Ja, natürlich. Ist Freundschaft denn so wichtig? Ja. Wenn ich dir gleich mein Schild um meine Ohren haue, dann weißt du warum. Du hast kein Schild mehr bei dir. Was ist dir wichtig im Leben? Seltene Dinge zu sehen, die Welt zu kennen oder stark zu sein? Seltene Dinge zu sehen. Oh ja, das finde ich auch am wichtigsten. Und dann, wovor hast du Angst? Alt zu werden, anders zu sein, unentschlossen zu sein? Alt zu werden. Ja, altern, ist das wirklich so schlimm? Natürlich, dann ist man ein Lappen. Du wünschst dir Freundschaft. Du möchtest seltene Dinge sehen. Du hast Angst davor, alt zu werden. Ey, der hat das zusammengefasst. Ja. Ich bin anders. Carrie ist voll die Wissensdatenbank. Auf jeden Fall ist sie das. Achso, ich drück einfach mal. Der macht nicht weiter. Ich bin wirklich eine Wissensdatenbank. Dein Abenteuer beginnt mit der Dämmerung. Solange die Sonne scheint, wird deine Reise angenehm sein. Ja. Klingt gut. Der Tag, an dem du die Tür öffnen wirst, ist sehr fern und zugleich sehr nah. Fear not this night. Warte mal, ja, ich weiß nicht. Ich war gerade die Musik kam gerade dazu. Ah, da ist Aurora. So ein Röschen. Oh oh. Da passiert was. Da passiert was. Da ist hässlicher Dampf. Ich berühre ihn. Er will, dass ich sehe es. Er will, dass ich das berühre. Drücke Options, um zum Menübildschirm zu gelangen. Was können wir da machen? Inventarstatus, Spieleinstellung vornehmen. Aber während des Kampfes geht's nicht. Ich drück darauf. Geht nicht. Es ist schon der Kampf. Oh nein! Na ne, Sequenz. Da geht's auch nicht. Der kommt aus der 2D-Welt. Und noch einer. Und noch einer. Noch einer. Noch mehr! Viel zu viele. Step 1. Raus aus dem Trubel. Oh, ausgewichen. Ah, abgewehrt hat das. Nein, ich konnte nicht mehr weg. Ein paar grüne Bübelchen aufsammeln. Level up! Angriffskraft plus 1, jawohl. Genau das wollen wir. Mehr Damage.
Das war ja Leben am Limit. Hast du das gesehen? Schnell Leber aufnehmen, ich wäre fast gestorben. Also du wirst merken, wenn das Leben am Limit war.